Herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Und ja, ich muss sagen, ich will sagen, ja, das Spiel macht dem Namen doch aller Ehre, denn ja, der Sauerstoff. Ich hatte tatsächlich die Oxyferns etwas überschätzt. Aber gut, das werden wir hoffentlich auch in den Griff bekommen hier, bevor uns alle Duplicants irgendwie aus ominösen Gründen hier wegkrepieren, ja, weil die nicht mehr atmen können. Ja, aber ja, wir sind zurück, es soll weitergehen und wir werden schauen, ob wir die Base weiter auch am Laufen halten können. Der letzte Part ist tatsächlich noch gar nicht raus, das heißt, falls jemand von euch Feedback da gelassen hat, vielen Dank dafür, aber ich kann leider in diesem Part zumindest noch nicht drauf eingehen. Hoffentlich dann in den nächsten, aber ich dachte, ich baue hier oder ich spiele hier einfach direkt noch mal ein bisschen weiter. Genau, ja, unser Hauptproblem ist tatsächlich eigentlich im Moment auch wirklich der Sauerstoff. Und naja, wir haben ja hier so ein bisschen das Algenzeug. Deswegen würde ich eigentlich einfach mal vorschlagen, dass wir tatsächlich hier nach oben hin die Leiter ein bisschen bauen. Dann können wir zum Beispiel auch dieses Mealywood noch mitnehmen. Das kann ich mal kurz gucken. Können wir wahrscheinlich noch einen Harvest stellen. Ah ne, ist sogar schon. Aber das hier noch nicht. Das hat gerade irgendein Pip neu gepflanzt. Und generell können wir nochmal durchgehen, weil na, die pflanzen ja gerne mal neu. Der hier zum Beispiel ist neu. Hier hinten nochmal ein paar neue Sachen. Da ist auch nochmal was neu. Hier sind Sachen neu. Ja, die Pips, die sind echt fleißig. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren. Generell kann man natürlich eigentlich auch einmal so querbeet rübergehen und alles auf den Auto-Harvest stellen. Ja, das sieht jetzt aber so erstmal ganz gut aus. Oh, tatsächlich haben wir auch schon unser erstes Ei und unser Hatch ist auch tatsächlich groomed. Ist allerdings noch wild. Ja, ist natürlich die Frage. Ja, doch, ein bisschen hält er eigentlich noch durch. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Die Frage ist nur, Wildness plus 5. Müsste doch eigentlich runtergehen, wenn er groomed ist, oder? Ah ja, hier geht's runter. Ja, okay, der ist gleich hier domestiziert. Das dauert nicht mehr lang. Und genau, hier haben wir theoretisch sogar noch einen wilden Hatch. Aber ja, das kann uns eigentlich egal sein. Jo. Aber das sieht auch schon mal ganz gut aus. Das heißt, hier dieser Stall, diese Stallung, die läuft doch tatsächlich so langsam an. Gut, der Umbau hier, der ist natürlich noch nicht vorangeschritten, aber das wird auch noch kommen. Und ja, ansonsten sieht das auch ganz gut aus. Ja, der letzte Part war natürlich auch ziemlich lang. Ich hatte auch überlegt, den zu cutten zwischendurch. Dann dachte ich aber, nee, komm. Es gibt ja eh so selten Uploads, ja, mit einem Upload pro Woche. Und das ist ja auch nicht immer Oxygen Not Included. Kann auch mal ein Part ein bisschen länger sein. Ihr könnt es euch ja zur Not einteilen. Und ich denke mal, das hat dann auch niemanden gestört. Nichtsdestotrotz versuche ich den heutigen Part etwas kürzer zu halten. Mal sehen, wie gut das klappt. Ihr werdet das Ergebnis ja schon sehen. Für mich ist es jetzt im Moment natürlich noch Überraschung, wie lange ich hier spielen werde. Aber ja, mal gucken. Und ich sehe gerade rechts diese neue Diagnostik. Ich weiß gar nicht, wann die dazugekommen ist. Aber sehr interessant. Also, Sie sehen jetzt den Stress, der ist für uns noch nicht wirklich wichtig. Und das Essen. Und Crops ist wahrscheinlich, wie viele. Ja, Sachen hier wachsen, wie auch immer. Aber vor allem für uns auch interessant ist hier die Breathability, würde ich einfach mal behaupten. Ja, bin ich ja mal sehr gespannt. Sie geht auf jeden Fall runter. Aber ja, hier kommt wieder Sauerstoff dazu. Also. Sollte doch hoffentlich alles im grünen Bereich sein. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt sich nur auf die Base bezieht, weil ich wüsste es nicht, wie das Spiel genau rausfinden können soll, wie die Base ist. Aber vielleicht geht es auch um jeden einzelnen Duplicant, dass da irgendwie geguckt wird, wie gut der atmen kann oder sowas. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht es gerade hoch. Also vermutlich ist es tatsächlich irgendwie auf die Duplicants bezogen oder so, was dann natürlich schon sehr, sehr interessant ist. So, wir haben hier diesmal tatsächlich relativ gut, wobei. Na, die Duplicants sind eigentlich hier nicht so gut. Ja, bleiben wir beim Sand. Denn wie gesagt, vom Sauerstoff her können wir uns neue Duplicants so oder so nicht wirklich leisten. Von dem her ist uns das erstmal völlig egal. Hier können wir aber auch mal Mealwood schon mal anpflanzen. Denn, ja, das brauchen wir ja später. Der Pip hier ist fast eher etwas nervig. Die könnte man natürlich wrangeln und irgendwo hinbringen. Hier zum Beispiel. Hier ist auch super Pip-Gebiet, oder? Machen wir das doch einfach mal. Das heißt, hier einmal den Critter-Drop auf. Und sobald der gebaut ist, können wir den dann darüber transferieren. Und hier entsteht jetzt ganz viel Chlorine. Das finde ich eigentlich nicht so geil. oh je, oh je.
Weil das, ja, das müssen wir, glaube ich, rauspumpen oder so. Naja, gucken wir dann später. Jetzt muss erstmal das hier fertig gebaut werden. Aus irgendeinem Grund ist hier gerade der Liquid Lock kaputt gegangen. Und ich kann mir es echt nicht erklären, warum. Weil das Wasser kann doch noch nicht einfach verschwinden. Ja, aber hier ist definitiv kein Wasser mehr. Ja, das ist, na gut, das ist nicht so super schlimm. Weil es noch kein Chlorin oder so rübergegangen ist, aber es ist kurz davor. Aber das habe ich jetzt wirklich, also falls einer von euch weiß, warum das hier weggegangen sein könnte. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen Hydrogen hier drin, was ich eigentlich auch vermeiden wollte. Ja, Mist. Achso, ich muss wahrscheinlich auch erstmal Autobottle aktivieren. Ne, ist sogar noch an. Ah, da kommt auch schon Wasser. Also keine Ahnung, ist mir echt ein Rätsel, wie das sein kann. Klar, es wird ja immer weniger, weil logisch, es fließt ja was ab. Aber diese 36 Gramm sollten eigentlich immer hier bleiben. Und das hat ja auch niemand einen Erwischbefehl oder so bekommen. Und verdunstet oder so kann es eigentlich auch nicht sein. Also da habe ich jetzt gerade echt keine Ahnung, was da passiert sein könnte. Kann ich mir so nicht erklären. Das ist aber natürlich nicht gut. Ja, ich hoffe, der Liquid Lock hält. Ja, das ist ja komisch. Man kann natürlich auch noch die viel größeren Liquid Locks bauen. Ich meine, die sollten dann immer funktionieren. Aber die brauchen halt viel mehr Platz als so ein kleines Ding. Und vor allem auch viel mehr Wasser. Und deswegen wollte ich eigentlich auf die verzichten. Weil, ja, ihr wisst ja, wie das mit dem Wasser so ist hier auf der Map, ne? Na gut, wir haben zwar ein bisschen was, aber es kommt da keins dazu. Hier oben, da war, glaube ich, mal irgendwann ein Geysir, kann das sein. Das sieht so ein bisschen so aus, so ein cooles Steamvent müsste mal gewesen sein. Aber ja, mittlerweile ist der natürlich weg. Das heißt, wir haben ja keine neue Zufuhr, wir haben halt nur das, was schon da ist. Das bisschen Wasser. Aber immerhin, ich glaube, einen Vorteil haben wir, denn erstens haben wir natürlich nicht das Neutronium, was immer drunter ist. Das heißt, wir können ein bisschen freier bauen. Und zweitens, die Geysire, die machen es natürlich gerne auch mal ziemlich heiß. Ja, wenn da so heißes, heißer Dampf rauskommt und so. Ist natürlich auch etwas unpraktisch. Ja, wobei wir natürlich später dann über Öl oder was auch immer das Wasser herstellen werden. Das wird dann sicherlich auch warm werden. Aber jetzt im Moment sind, glaube ich, auch die Temperaturprobleme noch nicht so hoch. Hoffe ich zumindest. Ja, werden wir sehen, wie das Ganze sich auch dann im Late Game auswirken wird. Da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt. Aber im Moment sieht eigentlich alles noch ganz gut aus, außer die Sauerstoffversorgung. Die Breathability ist jetzt bei 60%, unter 60. Ja, es fehlt immer ein bisschen die Alge. Wir halten uns auch. Ah, wir haben jetzt aber schon zwei Mobs, wie auch immer, weil eigentlich. Ah, doch, genau. Dann lasse ich das so. Die Sache ist nämlich die: so ein Klo produziert immer nur ein Mob, wenn es voll ist. Ja, also immer wenn es. Es muss komplett voll sein, es muss dann. Man muss dann eine Weile warten und dann kommt ein einziger Mob raus. Die Sache ist aber, das kann man resetten: entweder indem man das Save-Game neu lädt. Das habe ich ja jetzt gemacht, deswegen haben wir jetzt hier zwei Mobs, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Oder es gibt tatsächlich auch einen Trick. Kann zwar sein, dass der mittlerweile nicht mehr funktioniert, aber früher ging das auf jeden Fall. Und zwar, wenn man da eine Tür drunter baut und die öffnet, dann wird das Klo quasi resettet. Es bleibt voll an sich, aber dieser Counter, wann ein Mob rauskommt, wird resettet. Das heißt, man kann dann, glaube ich, einen Mob pro Cycle oder so generieren. Und da hat man irgendwann natürlich tatsächlich eine sehr große Anzahl an Mobs und kann dann damit tatsächlich eine Sauerstoffproduktion aufbauen. Werden wir vielleicht hier auch noch irgendwann machen. Aber wie gesagt, im Moment möchte ich mich eigentlich nicht hauptsächlich auf Mobs stützen, sondern würde das schon gern noch ein bisschen anders produzieren, den Sauerstoff. Und wir brauchen hier in unserem Stall auch noch Strom für die Schermaschine, das habe ich völlig vergessen. Also, ja, machen wir das mal hier wieder schön versteckt in der Wand. Wobei, hier müssen wir raus, weil sonst wundert es mich nicht, warum der, ob das Wasser weg ist, wenn wir hier aufbuddeln. Das sollte man definitiv nicht machen. Aber ja, so soll es funktionieren. Ist das nicht die schönste Leitung? Wir könnten es auch hier durchgehen, aber hat auch nicht wirklich Vorteile. So, die Research ist wieder fertig. Da können wir uns natürlich überlegen, was wir als nächstes machen wollen. Eigentlich wäre die Richtung interessant, tatsächlich. Dass wir da auch irgendwann theoretisch Plastik herstellen können. Gut, wir werden Plastik zuerst mal wahrscheinlich mit Drekos farmen. Aber nichtsdestotrotz, auch hier
ein paar von den Generatoren sind für später auch sehr interessant. Auch die Raffinerie und so, wenn wir tatsächlich vielleicht schon bald Richtung Öl gehen wollen. Ich meine, das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, bis wir wirklich Öl haben. Aber so die Richtung wäre eigentlich gar nicht so schlecht für den Start. Aber ja, ich habe gerade so ein bisschen rumgeguckt und es fehlt echt ein bisschen so die Duplicate Manpower. Wir haben ja zum Beispiel Mima, die muss halt hier auch überall, oder er jetzt auch, die muss halt überall das Zeug ernten, weil wir haben ja überall Bäume und alles. Das war irgendwie sehr praktisch, weil wir dadurch auch echt ganz gut Ressourcen bekommen. Aber es ist halt auch irgendwie echt viel. Wir können natürlich auch das Holz irgendwie in Ethanol umwandeln. Ich glaube, noch können wir doch hier tatsächlich. Lumber into Ethanol. Damit können wir dann natürlich auch, glaube ich, Sauerstoff herstellen, wenn mich nicht alles täuscht. Weil wir haben dann Ethanol und das können wir, glaube ich, gleich benutzen wie Petroleum oder Öl. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich habe auch noch nie mit Ethanol, glaube ich, gearbeitet in dem Spiel. Ethanol Fuel, ja. Und, okay, wir bekommen auch CO2 und Polluted Dirt raus und auch vor allem eine Menge Hitze. Die Hitze ist fast schon, naja, nicht so super geil. Ja, das Ethanol können wir da auch wieder verheizen, bla. Wir bekommen auch aus dem Lumber dann Polluted Water raus. Also eigentlich gar nicht mal so schlecht. Sollten wir uns durchaus auch überlegen, dann bald mal aufzubauen, ehrlich gesagt. Aber wir können ja hier einfach mal in die Richtung ein bisschen gehen. Huch, ich lasse das Spiel mal laufen. Wir können ja eigentlich hier reingehen, dann können wir auch das hier noch anschließen. Können wir ganz kurz gucken, ist schon auf Auto Harvest, perfekt. Weil hier könnten wir dann eben versuchen, mal so eine so ein Ding aufzubauen. Wie gesagt, ich habe das noch nie verwendet, so ein Distiller, glaube ich zumindest. Kann mich zumindest mal nicht daran erinnern. Okay, er scheint einen Liquid Output zu haben. Das heißt, wir können dann tatsächlich das Polluted Water direkt in der Pipe auslenken, weil manche geben das ja auch so in die Umwelt quasi ab. Da war ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber ja, ist eine Output Pipe, das ist ganz gut. Dann ansonsten produziert es noch CO2, das ist hier etwas unpraktisch, aber gut, kann man nicht ändern. Und, ah ne, warte mal, das ist doch 100 pro das Ethanol, was rauskommt. Ja, steht leider irgendwie nicht da, was da genau rauskommt. Ich würde mal davon ausgehen, dass es das Ethanol ist. Ah ja, Polluted Dirt kommt raus, nicht Water. Okay, das war mein Fehler. Das hatte ich jetzt gerade falsch im Kopf. Ja, Ethanol kommt raus. Okay. Das muss man natürlich auch irgendwo reinmachen. Vielleicht nehmen wir dafür sogar erstmal. Wir haben, glaube ich, noch keinen Liquid Tank. Das wäre dann natürlich auch früher oder später mal eine Investition wert. Bis dahin könnte man auch hier unten was reinfüllen. Oder man pumpt das hier leer und macht hier dann einen Ethanol-Tank. Ja, aber gut, warum denn eigentlich nicht, ne? Dann gehen wir hier einfach mit der Leiter rein. Und können hier dann anfangen, irgendwie das auszupumpen. Können wir dann so machen, hier eine Liquid Pipe, eine Bridge. Und dann, es wäre natürlich eigentlich praktisch, wenn wir das so machen. Wobei, nee, komm, wir schließen es so an, dass wir halbe-halbe machen. Erst einmal. Ja, ich glaube, wenn wir wollten, dass das hier Priorität hat, müssten wir, glaube ich, eine Bridge so einbauen. Und dazwischen nochmal cutten. Mir fällt gerade auf, ich habe meine Mod gar nicht drin. Vielleicht gibt es die im Moment gar nicht. Ich hatte immer so eine Mod, um so Pipes quasi durchzukutten, wenn man die mal gebaut hat. Die ist super praktisch. Die ist offensichtlich im Moment nicht drin. Muss ich schauen, ob ich die bis zum nächsten Mal wieder finde. Na, ganz ehrlich, ohne das Tool kann ich fast gar nicht mehr arbeiten. Das ist einfach so wichtig.
Weil alles andere ist dann so ätzend. Da muss man nicht alles wieder neu bauen dann. Ja, gut. Aber dann schließen wir es erstmal so an. Das ist die einfachste Methode. Und dann müsste das eigentlich passen. Strom brauchen wir eigentlich auch noch. So, zack. Haben wir angeschlossen. Und das heißt dann, wir können tatsächlich prinzipiell Ethanol destillieren. Erstmal noch nicht so wirklich, weil, naja, uns fehlt natürlich hier noch der Output-Port an dem Ding. Aber wir haben dann zumindest hier schon mal so ein bisschen was für aufgebaut. Ja, die Planungen, die stehen einfach schon mal. Das ist wichtig. So, ich habe uns hier mal rechts die wichtigsten Dinge angepinnt. Unter anderem Alge und Slime. Und da sehen wir, ja, dass wir von beidem im Moment nichts haben. Dementsprechend sollten wir hier weiter reingehen in Slime. Ja. Es ist halt doch relativ wichtig, ne, für den Sauerstoff im Moment. Deswegen, ja, müssen wir Slime abbauen. So gut es geht. Ich meine, wir haben hier auch prinzipiell genug zur Verfügung. Wir müssen halt nur immer mal wieder ein bisschen was von abbauen. Damit wir hier halbwegs über die Runden kommen. Und nicht in unserer eigenen Base ersticken. Denn die Breathability ist so, na, so ein bisschen über 50% die ganze Zeit. Was jetzt nicht so angenehm ist. Ah, unser Rock Crusher ist endlich mal fertig. Da können wir mal so ein bisschen anfangen, zum Beispiel so Sachen mal umzuwandeln. Ja, auch Eggshells, so Zeug können wir eigentlich immer umwandeln. Und dann können wir noch schauen. Ignis Rock Granit. Genau, Aluminium Ore zu Aluminium. Ja, können wir auch mal ein bisschen was machen. Wir sollten natürlich nicht zu viel machen, denn da gibt es natürlich deutlich bessere Rezepte. Aber wir brauchen am Anfang natürlich auch schon ein bisschen Refined Metal. Und ja, machen wir einfach mal 10 Stück. Dann sollten wir 500 Kilogramm Refined Metal haben. Das wird hoffentlich für den Anfang reichen. Und dann schauen wir, dass wir möglichst bald auch eine richtige Refinery auch aufbauen. Das sollte eigentlich dann auch funktionieren. So, unsere Breathability ist gerade unter 50%. Das sieht gar nicht gut aus. Deswegen baue ich immer wieder ein bisschen auf. Und dann dachte ich mir, Mensch, wir haben hier eigentlich auch eine ganze Menge Polluted Oxygen, was eigentlich gar nicht so schlimm ist, weil wir haben zum Beispiel auch hier den Puffed. Das heißt, da könnte uns das dann auch noch ein bisschen wegatmen, dann wieder Slime produzieren. Damit kann man dann in den Algendestillierer und dann in den Oxygen Diffuser, dann kriegen wir daraus auch wieder normales Oxygen. Also, ja, sieht eigentlich alles ganz gut aus. Und Research ist auch durch. Dann würde ich jetzt tatsächlich zusätzlich noch unsere, die Gasreservoirs hier erforschen. Die können wir nämlich auch eigentlich ganz gut gebrauchen bald. Von dem her, ja, machen wir das einfach mal. Und dann können wir auch spaßeshalber einfach mal hingehen. Wir haben jetzt nämlich das Liquid Reservoir und können das einfach mal hier so hinbauen. Und dann entsprechend hier mit einer Bridge arbeiten. Nach hier oben. Und dann einfach unser Ethanol in diesen Tank transferieren. Dann kann man zumindest schon mal ein bisschen sammeln hier. Und dann kann man das, wie gesagt, später dann auch noch weiterverarbeiten. Erstmal können wir uns aber dann einen kleinen Ethanol-Tank hier vollballern, bis wir vielleicht auch hier unten das leer gepumpt haben. Das wird aber sicherlich noch eine Weile gehen. Auch wenn die Pumpe jetzt hier schon die letzte Zeit ein bisschen gelaufen ist, aber ja, bis das hier weg ist. Wie gesagt, wird es eine Weile gehen. Wir könnten es natürlich auch hier in das Becken füllen. Das ist ja durchaus auch eine Option. Aber für den Moment lasse ich die einfach so ein bisschen mitlaufen. Wir haben ja jetzt das Liquid-Reservoir hier, das heißt, ist es nicht so wichtig, dass es hier schnell leer wird. Deswegen lassen wir es einfach mal so, wie es ist. Und ja, hier, der Stall geht auch voran, auch wenn er immer noch nicht ganz fertig ist. Aber ja, nur dieses ganze Chlorin, das macht mir echt ein bisschen Sorgen. Das müssen wir nämlich irgendwie da rausbekommen. Wir müssen es ja stattdessen dann mit Hydrogen füllen. Ja, das wird sicherlich noch etwas unschön. Aber ja, hier kriegen wir jetzt dann auch die Alge. Das ist gut. Denn damit sollten wir dann hoffentlich neuen Sauerstoff bekommen, denn ich traue mich gar nicht unbedingt hier drauf zu gehen. Ja, es sieht... Oh je, oh Gott. Es sieht wirklich gar nicht gut aus. Was sagt eigentlich der Druck? Ja, der ist auch nicht hoch. Okay. Weil irgendwann haben wir natürlich auch ein Problem, wenn der Druck hier zu hoch wird, weil dann hier der Oxygen Diffuser auch immer nichts mehr ausgeben kann. Aber ja, das Problem haben wir im Moment zumindest mal noch nicht. Und auch die Keimsituation ist noch okay. Aber wenn wir so ein bisschen so 200 Keime oder so, das ist alles noch im grünen Bereich. Also da gibt es wirklich Schlimmeres. Ja, wenn wir hier aus Keim-Overlay gehen, ist es noch nichts wirklich krass. Ah, hier hinten im Polluted Oxygen, der ist halt etwas ungeil.
Das kommt wahrscheinlich auch von dem hier, was wir jetzt geöffnet haben. Vielleicht war das doch keine so gute Idee. Weil wir hier natürlich überall die Slime lang haben, die wir jetzt schön in dem Polluted Oxygen verteilen. Ja. Vielleicht doch nicht so gut, die Idee, aber naja. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass nicht plötzlich alle krank werden. Das wäre natürlich tatsächlich etwas unpraktisch. Und was haben wir hier? Salzwasser. Okay, weiß ich nicht, wie das da hinkommt. Haben wir da immer mal was aufgewischt? Vielleicht. Naja. So, ja, wir haben auch wirklich mal wieder das Problem. Ah, hier wird jetzt zumindest mal ein bisschen was erstellt an Ethanol. Das ist schön. Nee, das Problem, was wir haben, ist halt tatsächlich die niedrige Anzahl an Duplicants. Die sind halt alle irgendwo beschäftigt. Hier kommen wir halt super langsam voran beispielsweise. Der hat natürlich auch Probleme mit dem Atmen. Das heißt, ja, irgendwie so Oxygen Masks und so werden vielleicht tatsächlich keine allzu schlechte Sache. Allerdings, eigentlich hätte ich lieber die Atmos Suits, weil dann können sie auch schön hier in kalte und warme Gebiete reingehen, ohne dass die Probleme bekommen. Das würde mir eigentlich noch besser gefallen. Aber die dauern sicherlich noch ein bisschen. Dafür brauchen wir auch Refined Metal. Wir bräuchten dann die Station, um die zu bauen. Das ist ja hier der Exosuit Forge. Der braucht auch schon Refined Metal ohne Ende. Das wird also wohl eher noch ein bisschen dauern. Oh, wir haben neue Printables. Und ja, wir haben ein Oxyfern Seed. Ja, das ist doch immer eine schöne Sache. Würde ich jetzt einfach davon ausgehen, dass das vielleicht früher oder später ein Pip platziert. Wobei, vermutlich sind so gut wie alle Plätze voll. Aber generell, Oxyferns vermehren sich nämlich, glaube ich, nicht. Also auch wenn man die domestiziert anbaut, glaube ich, dass da keine neuen Seeds rauskommen. Deswegen ist es eigentlich immer sinnvoll, alle Oxyfern-Seeds, die hier aus dem Printer kommen, auch wirklich zu nutzen und zu holen. Und generell holen wir ja bisher eigentlich noch keinen Duplicant. Ich könnte mir jetzt mal vorstellen, falls irgendwann ein guter Koch dabei sein sollte, dass ich den eventuell nehme. Weil so ein Koch ist auf Dauer sicherlich keine schlechte Sache. Ja, das hat eigentlich auch noch Zeit. Also wichtig ist es mit dem Kochen hier im Moment auch noch nicht. Von dem her. Aber falls mal irgendwann ein guter dabei sein sollte, kann man sich dann schon überlegen, den zu holen. Denn ja, wie gesagt, ich hätte eigentlich doch gern mehr Duplicants hier, damit es ein bisschen schneller vorangeht im Bau. Im Moment brauchen wir nämlich echt schon recht lange für alles Mögliche. Aber haben jetzt hier perfekt den Storage Bin, den ich hier gerade aufgebaut habe. Da können wir jetzt nämlich Bleachstone reinmachen. Mit einer hohen Priorität. Machen wir eine sehr hohe Priorität. Denn ich möchte gerne erstmal den Bleachstone von unten wegbekommen. Der macht uns nämlich sonst nur Probleme. Und ja, da haben wir nämlich schon mal keine Neuproduktion an Chlorin. Wobei das natürlich hier theoretisch auch mit dem da unten verbunden ist. Wenn wir es natürlich auch hier machen können. Hier haben wir dann theoretisch auch wieder ein Liquid Lock. Allerdings, hier haben wir bisher Hydrogen. Und ich würde hier auch gerne erstmal Hydrogen drin belassen. Damit wir das nämlich hier runterpumpen können. Ja, mal sehen. Und gut, noch will sich hier, glaube ich, aber niemand um den Storage Bin kümmern. Naja, schauen wir mal. Früher oder später sollte da doch hoffentlich irgendwer kommen und sich darum kümmern. Die Mima vielleicht. Oder hat die was anderes vor? Mal sehen. Ah, und ja, schon wieder fertig. Doch nicht. Also, das war nur angetäuscht. Ja, so geht es hier eigentlich die ganze Zeit. Es geht nur so. Es geht sehr langsam voran. Sagen wir es mal so. Weil die halt echt viel zu tun haben. Überall. Die Base ist halt auch schon groß für drei Duplicants. Aber gut, was will man machen? Dafür haben wir halt, ne, Sauerstoff. Ja, aber im Moment geht es scheinbar sogar. Im Moment sieht es halbwegs gut aus. Auch da oben, die Keimsituation hat sich übrigens verbessert. Ich habe das auch noch so ein bisschen im Blick gehabt. Und ja klar, hier oben ist noch jede Menge, aber hier unten in der Hauptbase, da sieht es eigentlich wirklich sehr, sehr gut aus. Und unser Paft, der scheint ja tatsächlich den Großteil des Polluted Oxygens wegzuatmen, was echt praktisch ist. Denn so produziert er ein bisschen Slime. Den können wir dann, wie gesagt, wieder unten in Alge umwandeln. Und ja, wir haben im Moment sogar auch noch 500 Kilogramm Slime. Deswegen sieht es im Moment wahrscheinlich auch mit dem Sauerstoff halbwegs gut aus. Ja, also es ist okay. Ja, wir kommen langsam voran. Auch wenn ich mir echt wünschen würde, dass es etwas schneller ginge. Aber so ist es im Spiel ja meistens. Nur mit drei Duplicants ist das natürlich nochmal ein bisschen
Bisschen extremer. Aber ja, hier, das Ding ist bald fertig. Das möchte ich diese Folge, glaube ich, schon noch fertigstellen, dass wir mal den ersten Drecko reinbekommen. Ich habe ja auch schon Dreckos ausgewählt in den Dingen hier. Das heißt, wir sind eigentlich wirklich bald soweit. Hier eigentlich das noch fertig machen, die beiden Teils. Und dann können wir eigentlich tatsächlich schon eine Ausschau nach dem ersten Drecko halten. Ja, wie gesagt, warte ich noch ganz kurz hier, bis das fertig ist. Und dann geht's weiter, dann suchen wir uns einen Drecko. Oder jetzt, weil das ging jetzt doch sehr schnell. ja, hier haben wir einen Drecko. Und ich habe halt Chlorine und ich wollte hier eigentlich kein Chlorine drin haben. Ja, was machen wir jetzt? Das ist ja doch etwas unpraktisch. Was ich natürlich machen könnte, wäre hier versuchen, wieder einen Liquid Lock aufzubauen. Das hat das letzte Mal aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt. Wir müssten quasi so, das müsste dann eigentlich funktionieren. Die Frage ist auch, können wir das schon dingen? Ja, ich glaube, das geht tatsächlich schon. Wir können aber noch ganz kurz in die Skills reingehen, denn mittlerweile hat jeder eigentlich einen neuen Skill. Das heißt, hier, die kriegt Critter Ranching, er kriegt Super Hard Digging. Genau, jetzt kann man auch Diamant und Obsidian durchhacken und er kriegt auch nochmal ein bisschen Forschung, damit das auch nochmal ein bisschen schneller vorangeht. Und dann dürfte es auch ganz gut aussehen. Wir können auch mal hier Achievements schauen, da haben wir, glaube ich, auch mittlerweile schon ein paar bekommen. Ja, hier kommt einiges rein. Perfekt. Und dann können wir aber erstmal weitermachen. Unsere Research ist wieder fertig. Wir hatten jetzt hier unser Gasreservoir erforscht. Da ist die Frage, wie machen wir weiter? Wir könnten eigentlich zum Beispiel mal so die Oxygen Masks noch erforschen. Ich weiß noch nicht, ob ich die einsetzen werde, aber sie grundsätzlich zu haben, ist ja sicherlich nicht falsch. Und was ich jetzt tatsächlich ganz gerne machen würde, wäre hier oben irgendwo ein Gasreservoir aufzubauen. Da ist aber wahrscheinlich irgendwo eine Pflanze im Weg jetzt. Ja, hier ist eine Waterweed. Aber das Problem ist, die wächst hier natürlich. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann baue ich das Gasreservoir doch mal hier hin. So, und dann zusätzlich hätte ich dann gerne eine Gaspumpe hier. Ich würde nämlich gerne unser Chlorin, was wir hier nicht haben wollen, dann in dieses Gasreservoir reinpumpen. Machen wir das einfach mal so. Und die Frage ist dann, das sollten wir eigentlich mit Automation machen. Aber erstmal lassen wir das so. Ich plane es erstmal nur. Ich werde es noch nicht in Betrieb nehmen. Denn die Frage ist, ob wir hier irgendwie einen Sensor hinmachen, ob das da Chlorin ist oder ob wir es einfach manuell mit so einem Schalter bedienen. Können wir uns dann eigentlich noch überlegen. So, und hier sind wir auch dann bald beim Drecko. Ich gehe hier schon mal auf den Wrangle. Müssen halt da gucken. Das funktioniert natürlich nur, wenn der hier irgendwo unten ist, dass die Duplicants rankommen. Was wir auch haben, ist hier Balm-Lily, was eigentlich auch gar nicht so schlecht ist. Wir haben zwar bisher auch noch keine Apotheke erforscht. Das könnten wir theoretisch auch bald machen. Können damit auch so ein bisschen Medizin und so weiter herstellen. Ist es theoretisch noch nicht so super nötig, aber schaden kann es eigentlich auch nicht. Und da ist halt nur die Frage, wie gut die dann hier an den Drecko kommen, weil der hier schon... der Drecko kann sich natürlich prinzipiell etwas leichter hier in die Umgebung bewegen als wir. Aber irgendwie werden wir den doch trotzdem eingefangen bekommen, denke ich mal. Solange uns unsere Pokeshell nicht den Drecko zerstört, das wäre nicht so nett. Ich hoffe, die ist hier nicht so aggressiv. Ich habe keine Ahnung, wie es sich mit denen verhält. Wir könnten die natürlich auch zur Not töten. Aber ehrlich gesagt, würde ich eigentlich gerne darauf verzichten. Immerhin geben die einem schön ein bisschen Mold. Das ist dann später für Stahl eigentlich gar nicht so schlecht. Also von dem her versuchen wir die mal noch hier zu halten. Und ja, ich glaube, Mima macht sich schon auf den Weg. Na, komm, beeil dich, beeil dich. Jawohl, das sieht gut aus. Da wird der Drecko gefangen. Ja, es ist immer so ein bisschen, naja. Aber jawohl, der Drecko ist gefangen. Dem scheint es nicht so hundertprozentig zu gefallen. Frage ist auch, wie alt ist er? Ja, 45, das geht noch. Wehe, du greifst ihn jetzt an. Wehe, ja, ich warne dich, liebe Porkshell. Ja, sehr gut. Problem ist jetzt natürlich, der muss noch rübergebracht werden. Und eigentlich sollte das hier funktionieren. Ja, wir haben hier Drecko ausgewählt und auch extra eine recht hohe Priorität. Ja, ich glaube, Mima kommt jetzt. Und, yep. Weil tatsächlich irgendwann nach einer gewissen Zeit, wenn die da eine Weile rumliegen, dann befreien die sich von selbst auch wieder.
Willst du mich verarschen? Okay, das war jetzt ein Bug. Weil die irritierte Augen hatte durch das Hydrogen, hat sie den irgendwie wieder fallen lassen. Und da hat er sich dadurch auch wieder befreit. Das hätte so nicht passieren sollen, glaube ich zumindest. Das dürfte eigentlich ein Bug gewesen sein. Jetzt muss sie ihn nämlich wieder neu wrangeln. Und hoffentlich nimmt sie ihn dann auch gleich mit. Aber so sieht es leider nicht aus. Ja, diese neuen Irritationen und so sind zwar eigentlich ganz cool, weil man halt so ein bisschen aufpassen muss, dass sie nicht in jedem beliebigen Gas rumlaufen. Allerdings, ja, sieht man auch, dass es manchmal etwas nervig ist, wenn sowas passiert. Ich hoffe, die schafft es jetzt bis hier rüber. Ja, jetzt ist er hier. Alles etwas merkwürdig. Also ist mir gerade echt ein bisschen schleierhaft, warum das so komisch funktioniert. Mach die Priorität mal noch höher. Lustig, wie jetzt auf der Kiste hockt. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt auf, kann sich mal bitte irgendwer darum kümmern? Hallo? Sag nicht, die haben jetzt Downtime. Die haben jetzt Downtime. Wisst ihr was? Ich mach mal ganz kurz Red Alert. Die sollen ja nicht blöd essen oder sonst irgendwas. Die sollen ja den Drecko in sein Zuhause bringen. Ja, also diese Tiere einfangen ist leider immer so ein bisschen ätzend hier. Hat sie ihn jetzt? Ja, jetzt hat sie ihn. Ja, endlich. Ja, dann kann jetzt auch der Red Alert wieder ausgemacht werden. Und hier gehen wir wieder auf 7. Jo, unser Drecko ist jetzt hier drin. Hat jetzt hier auch schon so ein bisschen Mealwood. Genau, von dem kann er sich dann ernähren. Das soll natürlich noch mehr werden. Aber jetzt für den Moment sieht es schon mal ganz gut aus. Können wir noch ganz kurz schauen, was wir hier haben. Eine Wurz. Das ist nicht schlecht. Ja? Eine Resword. Mit der kann man natürlich ein bisschen runterkühlen, theoretisch. Braucht ja mittlerweile auch, was braucht das Ding? Phosphorite, glaube ich. Das produzieren uns aber schönerweise die Drekkos. Das heißt, es wird auch kein großes Problem. Allerdings glaube ich, dass die Temperatur generell hier noch nicht so wild ist im Moment. Ja, sieht alles noch recht grün aus, das ist gut. Also da mache ich mir tatsächlich bisher recht wenig Sorgen eigentlich. Das wird dann eher später problematischer werden. Aber schon mal eine Resword sammeln ist natürlich auch sehr schön. So, und dem Drecko geht's gut. Der ist gegroomt, das heißt, der sollte es auch langsam dann tame werden mit der Zeit. Und ich hoffe, dem gefällt es auch halbwegs in seinem neuen Gehege. Ja, ist happy. Ja, sehr schön. Sehr, sehr gut. Und, oh ja, jetzt sehen wir auch schon, sehr schön, dass er gleich geschert wird. Ich mach mal langsam. Das müssen wir uns angucken. So, zack. Da kommt er jetzt hier zur Scherstation. Ja, Mima, fang mal an. Er ist da. So, und jetzt wird er hier in die große Schermaschine reingesteckt. Und, ja, sie hat keinen Sauerstoff mehr. Er bleibt in der Scherstation. Ja, ja, okay. Ich mach doch wieder etwas schneller, weil jetzt backt das hier ein bisschen und braucht wahrscheinlich schön viel Strom oder so. Naja, gut. Immerhin, die Research ist fertig. Das ist jetzt Vorführeffekt natürlich. Wobei es tatsächlich möglich ist, dass es einfach zu lang dauert, bis der in der Scherstation ist, bis der geschoren ist, dass sie dann schon wieder Sauerstoff braucht. Ja. Gut, das ist etwas problematisch. Ja, ich deaktiviere es gerade mal. Weil sonst wird das hier, glaube ich, nichts. Das dauert immer zu lang. Wenn wir richtig Glück haben, der Drecko quasi direkt schon bei der Schermaschine ist, eventuell geht's dann. Oder wenn sie einfach besser da drin ist, wenn sie quasi mehr Erfahrung hat. Weil dann dürfte sie eigentlich auch schneller werden. Aber so im Moment ergibt das wenig Sinn. So, Stinky, kannst du vielleicht hier das Ding mal deaktivieren oder so? Versuch's mal mit einer hohen Priorität. Vielleicht wird das nur bedeuten, dass sie jetzt wieder hierher läuft. Nee, tatsächlich nicht. Bitte sag mir nicht, dass es hier die ganze Zeit Strom frisst. Das wäre schon etwas belastend. Ja genau, Drecko, geh einfach selbst rein. Das muss doch funktionieren. Ja, okay. Kann es nicht irgendwer mal deaktivieren hier? Das kann doch nicht so schwer sein. So, auf Priorität 9.
Vielleicht muss ich eine Sache machen, die ich sonst auch immer gerne gemacht habe. Und zwar gibt es hier so einen speziellen Toggling, genau. Und da können wir dann beispielsweise sagen, dass Turner beispielsweise hier einen sehr hohen ja, die sollen einfach alle toggeln. So. Mit etwas Glück kommt dann hier jemand. Stinky ist in mir eingeschlafen. Toll. Aber jawohl, jetzt kommt hier Turner und schaltet das Ding endlich aus. Ernsthaft? Okay, also es braucht gerade keinen Strom, aber es ist halt nervig, wenn das Geräusch auch die ganze Zeit da ist, ne? Naja, eventuell, wenn wir, wenn ich hier neu lade, dann ist es vielleicht weg. Müssen wir mal gucken. Ja, also ein bisschen buggy ist das Spiel auch immer noch tatsächlich. Wie man ja sehr gut sieht. Aber, naja, ist nicht so schlimm. Wir werden, glaube ich, darüber hinwegsehen können. Jetzt ist natürlich die Frage, Automation, aber immer, wir haben immer noch kein Refined Metal. Da geht es auch nicht so wirklich voran. Auch da kann das natürlich an vielem liegen. Ich mache mal die Prioritäten einen Tick höher. Da haben wir vielleicht eine Chance, dass sich doch irgendwann mal wer drum kümmert. Ja, aber ansonsten hängen natürlich alle hier irgendwo in der Base rum. Und arbeiten immer irgendwas, aber nicht unbedingt das, was ich gerne hätte. Vielleicht. Wir haben ja eigentlich jemanden, der sich um Digging kümmert, oder nicht? Digging, genau, Stinky. Und Building hat der auch. Also eigentlich müsste Stinky hier sich um diese Sachen kümmern. Aber offensichtlich hat er zu viele andere Dinge zu tun. Ja, indem ich die Priorität erhöht habe, kommen wir jetzt auch ganz gut mit der Leiter weiter nach unten. Und ja, hier kommt wohl wieder eine kleine Stelle, wo wir so ein bisschen ja, Polluted Water und so weiter haben. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich würde sagen, wir setzen unseren Weg einfach direkt mal fort. Müssen halt hier durch die Abyssalite-Schicht. Das wird ein bisschen schwierig, weil da entsprechend nur Stinky durchkommt. Und dann hier, glaube ich, werde ich mal noch ein bisschen abdichten, damit wir nicht das ganze Polluted Water haben, was darunter fließt. Genau, und dann werden wir mal schauen. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier unten dann auch schon langsam die neue, oder die Ölschicht dann kommt. Wo wir dann hoffentlich auch auf den einen oder anderen, na, wie heißen sie? Auf den einen oder anderen Slickster treffen. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und ja, werden wir mal schauen, ob das tatsächlich so eintritt. Oder ob wir eventuell noch weiter runter müssen. Irgendwann wird es nur ein bisschen schwierig, weil halt die Leiterwege schon wahnsinnig lang sind. Und wir haben natürlich noch keine Plastikleitern oder sowas. Was wir machen könnten, wäre hier solche Firepoles zu bauen. Und ehrlich gesagt, wäre schon interessant, zumindest mal hier vielleicht, dass sie hier zumindest mal schnell runterkommen. Ich mache aber die Priorität erstmal noch nicht so hoch wie den Rest der Leiter. Aber an sich wäre das ja vielleicht tatsächlich gar keine so schlechte Idee. Dass wir hier einen Pole haben, damit man zumindest hier schnell runterkommt. Weil hier dürfen sie gerne ein bisschen länger bleiben, weil hier haben wir auch gut Sauerstoff. Hier unten fehlt halt wieder der Sauerstoff. Hier haben wir hauptsächlich Hydrogen und so Zeug. Da ist dann schön, wenn man schneller durchkommt. Also ja, bauen wir das erstmal so. Aber jetzt heißt es natürlich auch erstmal wieder zu warten. Und ich glaube, das ist dann tatsächlich auch was, was wir dann eher in der nächsten Folge machen werden. Und da, ach, gucken wir noch ganz kurz, was wir an Sprintable haben. Okay. Sie ist eigentlich voll cool. Problem ist halt hier der Mouth Breather. Ganz ehrlich, das können wir wirklich wenig brauchen. Deswegen glaube ich, sind wir wieder hier bei einem von den beiden. Pips haben wir ehrlich gesagt tatsächlich ausnahmsweise mal genug. Ich würde sogar eher den Rost tatsächlich nehmen. Für den Moment. Weil Rost können wir nämlich tatsächlich auch hier. Ah ne, das ist Aluminium. Okay, da hatte ich das falsch im Kopf. Aber prinzipiell können wir jetzt auch ein paar Automation bauen. Ist aber eigentlich gar nicht so. Ja, müssen wir dann später machen. Machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge würde ich auch, wie gesagt, gerne zur Ölschicht kommen. Sedimentgestein, Sand, CO2, Bleachstone. Okay, nee, da ist noch kein Öl. Da müssen wir also nochmal tiefer.
Aber ja, ich hoffe, dass wir es im nächsten Part schaffen. Und im nächsten Part schaffen wir es vielleicht auch hier entsprechend Hydrogen statt Chlorin in die nach oben hin reinzubekommen. Das wäre auch nicht schlecht. Und dann entsprechend hier vielleicht auch es schaffen, die Shilling Station tatsächlich in Betrieb zu nehmen. Da müssen wir halt gucken, da brauchen wir tatsächlich, glaube ich, Oxygen Masks. Ich glaube, da führt kein wirklicher Weg dran vorbei. Aber das kriegen wir auch noch hin. Allerdings ist ehrlich gesagt der Supercomputer ein bisschen im Weg dafür. Ich bin mir gerade überlegen, ob wir den nicht vielleicht einfach... wo haben wir ihn denn hier? Dahin bauen. Da ist Platz, der Weg ist eigentlich auch nicht wirklich weiter. Dann machen wir das so, dann kommt hier einmal die Leitung lang. Den hier oben reißen wir ab. Und da haben wir den Supercomputer hier und da oben können wir dann entsprechend weiterhin... Oder können wir dann so eine Oxygen Mask Station oder sowas aufbauen. Vielleicht... Ach komm. Eventuell vergesse ich das bis zum nächsten Mal. Deswegen werde ich gerade mal schauen, dass wir vielleicht das hier schon bauen. Das Schöne an der Oxygen Mask ist natürlich, dass sie deutlich kleiner ist. Die Station. Ich denke, wir brauchen aber auch nicht mehr als einen, oder? Ein Duplikat reicht eigentlich völlig. Wir müssen da ja eigentlich nicht so viel machen. Ja, muss reichen. Da haben wir hier den Checkpoint. Der wird dann entsprechend gebaut. Wir brauchen natürlich auch noch die Masks. So weiß ich gerade auch gar nicht, wo man die herstellt. Aber ja, werden wir alles bis zum nächsten Mal rausfinden. Oder beim nächsten Mal rausfinden. Bis dahin hoffe ich, dass dir der Part halbwegs gefallen hat. Wir sind nicht super weit vorangekommen, aber doch ein bisschen. Und jo, nächstes Mal geht's weiter. Bin gespannt, was da so alles an Problemen auf uns zukommt. Bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag. Und ciao.